So, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Vorstellungsvideo, gleichzeitig machen wir ein Video über Kommentare, die wir uns sehr gefielen. Dazu würden wir jetzt heute diesen Ford Fiesta Classic für euch opfern. Für dieses, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was machen wir damit? Ja, was machen wir damit? Uns ist öfter zu Ohren gekommen, dass wir mal so ziemlich alles abbauen sollen, außer ein Fahrersitz, Lenkrad, Pedale und Motor drin lassen sollen. So, denke, das soll jetzt der Plan sein. Dann fange ich mal an, dieses super Werkzeug aus dem Bus, gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Ui. Oh, prima. Cool. Das ist aber super. Just, auch mal. Genau jetzt? Oh, Alter! So ein Minischlag. Ich glaube, der Spiegel muss erstmal abmontiert werden. Der wiegt mindestens 100 Gramm. Ah, danke. Da vorne hinstellen und dann ja, ne, Stefan? Mhm. Bühne, aber die machen vorher machen wir runter, aber wir bauen ja mit der Tür aus, oder? Was? Da brauchen wir noch mehr Scherben, Scheiße. Einfach runterkurbeln. Ja, danke. Ja, ja. Jetzt einmal der Dachlatte. Hui! Steinschlag! Nein, das war ein Holzschlag. Nee. Hat ja voll geknallt, wa? Jo. So, wollen wir den immer auf die Bühne stellen? Volle Lotte. Ja, klar, mal gucken, ob ich da durchschaffe hier. Nö, das geht nicht, aber. Oh, aber ist schon kaputt. Ey, das ist ein Bühne dahinter. Ja. Denkst du, das ist original? Alter. Nein, das ist nicht original. Nicht dran ziehen. Aber! Grüße an Schweden, ne? Warum baut man so viel Scheiße in ein Auto? Da ist die Handbremse angezogen. Zum Dreck. Gut, die kann man einfach rausziehen. Oh, das können wir natürlich noch verkaufen, stimmt's? Ja. Das ist wie neu. Ja, nicht bis zum Ausbau. Oh, Funktion ist noch da. Oh. Ja, da jetzt. Klappt. Und dann kann man noch nach links und rechts. Hoch, so. Hey. Aber bevor wir das verkauft haben. Ist da eine Schraube etwa hinter? Ich könnte mir denken, da ist eine Schraube vielleicht hinter. Hier ist es raus gemacht. Okay, dann drehen wir ja mal raus. Wir drehen sie raus. Die Mir ist drauf. Jetzt ist sie raus. Sehr gut, das ging ja flott. Stefan? Ja? Was kam denn da raus? Überraschung. Luftschlange. Da war eine Birne drin kaputt. Da ist, ich glaube, dahinter ist die Birne. Warte, jetzt. Wo ist das denn? Da! Aber du hast es auch! Das sieht so aus wie ein Auto. Ah. Oh, jetzt kann man die Kabel abstecken. Das meinen die Chinesen doch auch so, oder nicht? Für diese Autobauer. Dann schneiden die Stränge alle weg, die man nicht mehr braucht. Die kaufen sich ein Auto von der Konkurrenz und nehmen das auseinander. Mal gucken, wie das funktioniert. Machen wir auch. Wir schauen uns jetzt genau diese Technik an. Also hier haben die jetzt zum Beispiel, das ist für die Lüftung, weißt du? Das ist der Lüftungskanalschacht. Da kommt jetzt mal Luft raus, wenn man das einschaltet. Was ist jetzt nochmal der Plan? Da wir jetzt natürlich diesen ganzen Kabelstranggedöns nicht wissen, wie jetzt wo welches Bums die Bums sitzt, haben wir gesagt, wenn wir jetzt einfach den Motor starten und dann ein Kabel für Kabel abschneiden. Loco, ey, Nuwerk! Oh, jetzt! Das ist geil! Das ist so! Das ist besser! Weniger verwendet! Umso dran sind, umso besser wird! Nein, brauchen wir auch gar nicht so viel, ne? Ja, das weiß ich allerdings nicht, was das sein soll.
Ja, ich wollte eigentlich nur die Schalter da mal abnehmen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn das extra so fett ist. Wenn man den Stecker abmacht, dann müssen wir mal noch einmal drehen, oder? Ja, versuch das mal loszukriegen. Ja, wie? Danke. Die Niete, die vom Bohrer. Was für eine Niete? Oh, voll ins Gerät gebohrt. Ist der läuft ja noch. Ich hasse diese Nieten nicht mitdrehen. Ah. Das andere Werkstätten aussuchen? Ja, klar. Kann man den irgendwie ab? Ich glaube, wenn man den abzieht, dann. Oh, hier! Zieh aber mal den Stecker da ab hinten! Zieh das ab! Zieh das ab! Ja, hin und her schmeißen! Hilfe drauf! Es passiert nichts! Das mocht doch nicht! Oh, war doch wichtig! Da bin ich abgeschnitten haben! Oh! Hey! Du, hat geklappt! Nee, die ist schon wie. Rot und rot und blau! Ey, Scheiße, ey! Ich glaube, das lassen wir lieber, oder? Nein. So viel willst du da drin? Guck mal, die sind überall. Das ist doch hier von der. Ah, gut, ist eh nicht mehr dran. So, was ist denn da noch zur Auswahl? Rot oder schwarz, Stefan? Da ist auch nichts mehr dran. Gut, Schlüssel ohne Ende. Nö. Nö. Oh! Oh. Oh, ey! Das war wohl nicht so wichtig. Aber der dreht deutlich höher jetzt. Ich glaube, weil er keinen Strom weggekriegt hat. Entschuldigung, Motor. Ach, Scheiße. Oh. Okay, komm mal, Satzrad mal irgendwo mal wegnehmen, oder? Ach, du Kacke. Geht noch, von oben. Ja. Und mit diesem Zug da. Vielleicht einfach abflexen. Auspuff kommt jetzt ab. Schraube immer drin. Kommt der Auspuff jetzt ab? Nein, der kommt nicht ab. Der bleibt da dran. Das ist wegen. Umwelt. Mann, was bist du blöd? Ja. Was soll ich jetzt halten? Ab. Soll ich mich hinten dran hängen? Voll. Ja, und was kippst du noch mehr drauf? Halt dein Maul, wenn die Tankerzeige leer ist. Ich muss hier doch bis nach Hause kommen. Ja. Stefan, der Sohn. Jetzt die Haxe anbauen, das ist ganz vorbei. Jetzt geht's wieder mit den Reifen geht's jetzt wieder. Glaube ich nicht. Austariert. Dann brauchen wir jetzt die Betonreifen. Ja. Da uns das hier noch alles nicht genug ist und das Auto eigentlich ganz schön viel unnützen Ballast hat, sorry. Von so circa hier bis da hinten ist eigentlich alles. Braucht man nicht, ne? Mhm. Wo braucht man Kofferraum oder Rücksitzbank? Braucht man alles nicht. Jetzt? So, jetzt schneiden wir einfach oder schrauben erstmal die Achse hier ab. Dann schneiden wir das Auto ungefähr hier irgendwo durch. Machen die Achse hier wieder drunter. Aha. So ist der Plan. Wie es dann kommen wird, sehen wir dann. Ja. Jetzt werde ich jetzt den 5 Kilo Hammer gewinnen. Warum ist der Katalysator eigentlich noch drunter, Stefan? It's gonna be okay, weil wir wegen der Umwelt und so. Alter, eine dumme Fresse, heiz den jetzt ab. Heiz den jetzt ab! Du hast bezahlt! Pseudo! Mit deinem Öko, du Idiot, mach mir nie! Tut's nicht! Das Gas wieder kommen. Ja, wir haben ansaugen, wie Mist. Was habe ich denn eben noch hier abgezogen? Warte. Warte. Ich warte. Irgendwie so einer. Du bist ja eben rüber gebogen, fertig. Oh Mann. Irgendwie läuft die Pumpe gar nicht. Oh Gott, ich geh weg. War das jetzt nass? Wo hast du die beiden Wege verbaut? Alter! Was war jetzt die Ursache dafür, dass die Benzinpumpe nicht mehr lief? Es gibt noch keine Ursache. Aha.
Und wir haben jetzt erstmal dem Tank Masse gegeben, Gott weiß warum. Aber man darf ja nichts unversucht lassen, stimmt's? Ah, das stimmt. Das Witzige ist, wie immer bei jedem Auktion beschrieben, bis zum Ausbau lief das Ding. Wie in diesem Fall auch. Aber jetzt läuft es irgendwie komischerweise nicht mehr. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Doch, weil Stefan dran ist. Boah, die Saft drauf, hast du gesehen? Oh, richtig Saft drauf. Jetzt können wir auch... Bleibt einfach so lange orgeln, bis die Batterie leer ist. Was möchtest du jetzt überhaupt gerade tun, Stefan? Dicke Kabel nehmen! Ach du Kacke! Jetzt will er gucken, Manuel, ob die scheiß Pumpe auch so läuft. Stimmt's? Mhm. Ob die Pumpe an sich kaputt ist, stimmt's? Oder ob die auch nur keinen Strom kriegt? Das stimmt. Mach auch an den Tank dran. Damit es brennt. Brennt der Tank innerlich. Geil. Kann gar nicht, weil da gar kein Luftgang kommt. Ja, hattest du eigentlich? Weiß nicht, ob das jemand sehen darf, was Stefan da macht. Ui! Ui! Nix? Nix. Auf gar keinen? Gar keinen. Wieso läuft denn jetzt nicht mehr? Gar keinen Sinn.